Moin moin meine lieben YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns das Linecast LX20 Gaming Headset an. Viel Spaß mit diesem Video. Kommen wir direkt zum Lieferumfang. Geliefert kommt das Linecast LX20 in einem schicken Karton, in dem dann die Bedienungsanleitung, eine Warnhinweiskarte, das abnehmbare Mikrofon, ein Adapterkabel und anschließend das Headset selbst beiliegt. Die technischen Daten sehen auf dem Papier echt solide aus. Linecast verbaut in dem LX20 zwei 50mm Neodymtreiber, die einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz haben. Das Headset inklusive Kabel wiegt dann anschließend 232 Gramm. Angeschlossen werden kann das Headset über einen vierpoligen 3,5 mm Klinkenstecker oder über ein Verlängerungskabel, das mit zwei dreipoligen Steckern ausgestattet ist und somit das Mikrofon / das Tonsignal separat eingespeist werden kann. Mit der Verlängerung hat man anschließend ein 2 Meter langes Kabel, was zudem noch gesleeved ist. Kompatibel ist das Headset mit allen Geräten, sei es mit dem Handy, am Mac oder an der PS4. Begutachten wir nun einmal die Verarbeitung. Das LX20 besteht komplett aus Kunststoff, was für 30 Euro verständlich ist. Es fühlt sich echt robust an und macht keinen billigen Eindruck. Natürlich ist das Headset einstellbar, sprich man kann es in seiner Länge variieren. Das Mikrofon ist abnehmbar, was praktisch ist, denn so kann man das LX20 auch mal mit in die Bahn oder in den Bus nehmen. Die Ohrmuscheln sind gepolstert, wodurch ein angenehmer Tragekomfort gewährleistet wird. Wo wir schon beim Mikrofon waren. Das ganze Video wurde mit dem Mikrofon des LX20 eingesprochen. Ich denke, dass ihr euch nun selbst einen Eindruck machen könnt. Im Headset selbst gibt es dann noch eine Art Fernbedienung, die es ermöglicht, das Mikrofon zu stummen und oder die Lautstärke des Games oder der Musik zu regulieren. Negativ aufgefallen ist mir jedoch, dass der Schalter beim Betätigen knackt, was man auch auf dem Teamspeak oder in dem Ingame-Chat hört. Kommen wir nun zur Klangqualität der Treiber. Ich habe das Headset jetzt eine Woche im Urlaub getestet und muss sagen, dass die Treiber einen guten Dienst machen. Die Höhen sind sehr klar und sauber, sind mir persönlich aber ein wenig zu spitz, weswegen ich das Profil ein wenig verändert habe. Auch die Bässe sind vorhanden, jedoch nicht so kräftig und druckvoll. Zusammen klingt das Ganze dann aber doch stimmig. Das Mikrofon macht auch einen guten Job und klingt besser als ein Headset, was 150 Euro kostet. Technisch gesehen verstehe ich jedoch nicht, warum Linecast oder andere Hersteller wichtigere Frequenzen klauen, wodurch die Klangqualität abgestimmt klingt. Ich habe da mal was vorbereitet. Nun habe ich in Premiere Pro in den Effekteinstellungen einen Kompressor draufgelegt und die Frequenzbänder ein wenig angepasst, wodurch das Mikrofon dann viel voller klingt und nicht abgestimmt klingt. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, ich spreche einfach gerade mal so, wie ich gerade Lust und Laune habe und finde, dass jetzt die Klangqualität stimmig ist. Wir haben jetzt für eine vernünftige Bässe, vernünftige Höhen und allgemein einen Klang, den man sich auch geben kann. Original ist das Mikrofon sehr spitz und das habe ich jetzt ein wenig behoben, indem ich die Höhen ein wenig rausgenommen habe. Aber ich finde, dass man so, wenn man es so einstellt auf Teamspeak oder in den Ingame-Chat, wie auch immer mit einem separaten Programm, sehr gut damit arbeiten kann. Und damit ihr nun seht, dass ich hier nicht veräpple, spreche ich nun mit meinem Rode NT1A. Schönen guten Tag. Einen negativen Punkt habe ich jedoch noch gefunden. Ich finde, dass man nicht sehr viele Möglichkeiten hat, um den Kopfhörer anzupassen. Man kann ihn nur in der Länge verstellen, was einfach nur blöd ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man die einzelnen Ohrmuscheln separat verstellen kann, sprich nach links oder rechts drehen kann, da sich so die Kopfhörer von alleine besser anpassen können. Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass man für rund 30 Euro ein solides Headset bekommt, was mit einem besseren Mikrofon ausgestattet ist als die Konkurrenz. Ebenfalls ist die Verarbeitungsqualität für den Preis in Ordnung. Sucht jemand ein günstiges Headset mit guter Klang- und Sprachqualität, der ist mit dem LX20 bestens dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über die 10 Likes sowie ein Abo freuen. Schaut mal auf meinen Instagram vorbei, denn da erfahrt ihr als erstes, wenn nicht ein neues Video kommt. Habt dann noch einen schönen Tag, haut da rein, euer Tim, ciao ciao!